Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge zusammen mit Elina. Hallöchen! Hallo! Hallo! Wir befinden uns vor unserem schnieken Haus, also beziehungsweise ist das mein Haus. Yo, das war ziemlich laut. Das ist mein Haus, Elina, du hast ja dein eigenes Haus. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Jo. So, wir schauen erstmal, nach dem Haustieren hier. Haustier Nummer 1 ist da, Haustier Nummer 2, Haustier Nummer 3 sind auch da. Und wo? Ah ja, Rufus war ja hier unten im Geheimgang, ne? Da schauen wir mal ganz kurz, ob es denn auch gut geht. Wo haben wir den? Ja, da ist er. Oh, mein Guter, ne? Okay, gut. Dann, Elina, müssen wir uns um Essen kümmern. Ein bisschen. Zack. Jo. Und wir müssen auf jeden Fall der Spur nachgehen. Denn in der letzten Episode, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich hoffe doch, wurde Elina festgenommen. Ja, aber ich konnte ihre Unschuld beweisen. Aber wir müssen jetzt natürlich rausbekommen, wer der wahre Übeltäter ist, der da Elina die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Ja. Das heißt, erstmal stärken mit lecker Essen und dann auf zu Gerzladen. Jawohl, ich habe 13 Brote. Zack, zack, zack. Und Radieschen, die heißen noch Radieschen, oder? Mein Gott, rote Beete. Nee, das ist rote Ich hab mir das falsch eingeprägt und das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf raus, glaube ich. Ich werde die Dinger immer rote Beete nennen. Minecraft, könnt ihr bitte mal das umbenennen in rote Beete? So, okay, da haben wir hier... Nee, rote Beete ist ja richtig. Was habe ich schon wieder? Ach Leute, ich geb's auf. Ja, ich nenne das Ding einfach rotes Ding. So, Mensch. Okay, hier hinten haben wir aber ein kleines Problem, technische Schwierigkeiten. So, jetzt pflanzen wir hier rote Beete wieder an überall. So, und wir brauchen jede Menge Brote, denn der geheime Zirkel, der hat ganz schön Hunger bekommen, habe ich gemerkt. So, das heißt, wir gehen da direkt mal, zuerst machen wir uns ein bisschen Brot. So, 22 Brot haben wir. Das sollte eigentlich zur Versorgung der Rabauken hier reichen. Das heißt, wir öffnen mal den Geheimgang. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe ein Süppchen für dich gemacht. Oh, warte, ich habe noch 29. Da kannst du einige Suppen machen. Oh yeah. So, mein lieber Mike hier. Jo, Mike, du hast aber ganz schön Hunger, oder? 16. Okay, das teilst du dann aber mit den anderen, ne? Ja. Genau, das teilt ihr mal mit den anderen. So, okay. Nein. Oh, Mike, jetzt läufst du mir hinterher. Nee, das war aber nicht geplant. Oder doch? Soll Mike mitkommen? Ja, komm, Mike. Ja, nimm Mikey mal mit. Hast du? Brauche ich nicht. Oh, doch, hier. Ich habe hier 9 Stück. So, ups. Die ging doch irgendwie so, ne? Jo! Okay, hier hast du noch ein paar. Ich habe 1, 2, 3, ich habe 4 Suppen. 5 Suppen. Das ist eine Menge. Tomaten habe ich auch noch. Eine Suppe. Achso, nee, warte, hier. Da. Dankeschön. So, ich habe ja auch noch Tomaten und Brot. Okay, gut. Dann auf zu Gerzladen. Mal sehen, ob wir da... Nee, wir haben kein Auto, glaube ich. Bitte. Doch, wir haben ein Auto. Wo ist denn das? Leider haben wir unser Auto nicht gefunden. Das heißt, wir mussten jetzt einfach zu Fuß hierher latschen. Kommen Sie mal rein. Oh, Mike, du bitte auch. Mike, hallo. Wo ist der jetzt hingesprintet? Ah, hier, der hat sich versteckt auf dem Briefkasten. Ja, Mike, hast du keinen Bock, oder wie? Nee, ja, der ist zu dick, glaube ich. Der kommt hier nicht rein. Warte mal, wir bauen mal die Tür ab. So, vielleicht kommt dann der Mikey-Boy dann rein. So, Mike. Er will durchs Fenster, So, ja, jetzt. Schön, Mike, so will ich das sehen. Zack. Oh. Okay, bearbeiten Sie das bitte mal. Also, wir haben ja die Blutspur hier gefunden. Da müssen wir auf jeden Fall das Blut untersuchen. Elina, hast du vielleicht ein Untersuchungsfläschchen, damit wir das zur DNA-Analyse schicken können? Weil wir müssen ja rauskriegen, von wem das Blut ist. Natürlich, Ben. So. Entschuldigung. Das wäre ausgerutscht. Ah, das gesammelte Blut haben wir hier, ein Blutblock. Okay, den müssen wir dann zur Analyse bringen. Okay, wir schauen einfach mal weiter. Vielleicht haben wir hier noch mehr. Die müssen ja eigentlich auch, also sie haben ja, haben sie denn noch mehr Sachen geklaut, außer das Geld? Nee, das ist alles noch da, die ganzen Automaten. Getränke oder so? Ich weiß jetzt halt auch nicht mehr 100%. Also Kühlschrank ist noch da, Kasse ist noch da, die Weinflaschen sind noch da. Ich habe jetzt auch nicht mehr so perfekt eine Erinnerung, wie das hier aussah. Der Ofen hier. Oh, Elina, sag mal, stand hier nicht ein großer Fernseher? Komm mal her. Bist du oben? Ja, komm mal hoch. Also erste Etage. Nee, ich bin hier. Hier, hier stand auch ein Fernseher. Hier sind ja noch die Musikboxen. Stimmt. Ja, so ein fetter. Okay, und pass auf, ich habe hier was gefunden. Da haben sie den Fernseher, weil der ist ja auch übel schwer, haben die den wahrscheinlich hier direkt rausgetragen, weil du kannst ja so einen schweren Fernseher... Hier ist eine Spur, Ben, hier ist eine Spur. Ja, ist das gleiche Blut? Okay, davon müssen wir auch erstmal eine Probe nehmen.
Hier, bitte, Ben, ich habe eine kleine Probe gemacht. Oh, zwei Proben haben wir jetzt. Blut. Okay, die müssen wir dann erstmal noch... Die schicke ich mal direkt los, am besten. Die tue ich dir mal direkt in den Briefkasten, damit die auch ab... Oh Gott, hier sind ja noch die ganzen Briefe für den Gerd drin. Der Gerd weiß ja noch gar nichts von seinem Pech. Gut, was mache ich jetzt mit den Briefen? Die lege ich ihm hier mal auf den Tisch. Ja. Auf dem Tisch, meine ich. So, da bitteschön. Okay. So. Jetzt. Ups. Die Blutproben haben wir verschickt. Das heißt, wir können jetzt dieser geheimen Blutspur folgen. Okay. Da hier. Geht's. Nee, hier geht's nicht weiter. In die andere Richtung, oder? Ja, hier. Ja. Okay, hier. Okay, jetzt. Dürfen wir eigentlich auch nicht in jedes Haus hier reinlaufen? Ich glaube, hier geht's weiter. Warte, oh, warte, ich muss die Türen zumachen. Warte, wo geht's weiter? Hier. Aha. Okay, dann folgen wir weiter der Spur. Hier. Hier, der hat ja echt eine Menge Blut verloren. Wer auch immer das war. Hier. 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 Okay, hier hört die Spur auf, glaube ich. Oder siehst du noch was? Irgendwo. Oh, hier geht's zur U-Bahn runter. Im Haus vielleicht? Nee. Warte mal. In dem Haus meinst du? Ich habe jetzt nichts gesehen, oder? Warte mal. Oh, was ist das denn hier? Ein Geheimgang, oder was? Das ist der Fluchtweg, glaube ich. Aber hier sind halt auch keine Blutspuren. Ach, Mike, jetzt kommt der Mike wieder nicht hier durch. Ah, jawohl! Wir haben Mike durchgekriegt. Mike geht vor. So, okay. Oh Mann, in welche Richtung müssen wir denn jetzt? Oha. Links oder rechts? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben wir schon mal ein Minecart. Zack. Tschüssi, Lina. Soll ich dir folgen? Nee, fahr mal die an. Oder? Ja, doch, folg mir mal. Ja, okay. Wir wissen ja nicht, wer hier auf uns wartet. Ich habe absolut keine Ahnung, wo wir sind. Oh. Da sind Verbrecher. Oh, dann waren das die Verbrecher, Elina. Nein, wir können nicht zurück. Bleib hier. Wo ist Mike? Aber wir haben ja Mikey. Warte. Ja, aber wo ist denn Mike? Der kommt wieder nicht durch die Tür, oder wie? Mal durch die Tür schieben. Oh, Mensch, warte. Die müssen wir hier mit der Spitzhacke abbauen. Hier. Ja, komm, das ist ja das Gebiet der Verbrecher. Das können wir ruhig kaputt machen. Komm jetzt hier, Mike. Oh, der hängt fest im Glas, oder wie? Was ist denn hier los mit dir, Mike? So, komm mit. Mein Guter. Jawohl, so. Geschafft. Okay. Verbrecher. Okay, die haben uns noch nicht gesehen. Da sind drei. Da oben im Haus sind da noch welche. Ah, wir sind auf der zerstörten Seite des Tsunamis. Stimmt. Weil da hinten ist unser Haus. Also man sieht es nicht von hier, aber da hinten ist das. Ah, und da ist die Brücke, wo der Fluss war. Und unser Bunker ist da ungefähr, wo ich hingucke. Okay. Dann haben die diese zerstörte, wo alle Leute ausgezogen sind. Da haben die das jetzt für sich beansprucht. Da oben ist auch noch ein bisschen was kaputt. Okay. Also Elina, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, wir stürmen die Bude mit Mike. Aber ich weiß nicht, wie viele Verbrecher das sind. Möglichkeit Nummer zwei, wir versuchen uns reinzuschleichen. Attacke! Wir ziehen uns. Jo, Mike stürmt schon vor! Ich hab meine ganze Rüstung. Mike will's wissen! Mike, okay, wir greifen den an, Mike entscheidet. Jo, da hinten ist unser Haus! Oh, jo, Mike! Hey, der Verbrecher wehrt sich gar nicht, der ist ja komplett Banane. Ja, zack, das ist ja zack, easy. Zack. Jo, der hält aber schon einiges aus. Jo, wir haben. So, Verbrecher Nummer eins haben wir. Hier sind noch zwei. Die holen wir uns als nächstes. Zack, weg mit dir. Oh, das ist der Überraschungseffekt. Guck mal, die wären... Oh, er hat zurückgestanden. Bam. Oh, Mike hat sich den anderen geschnappt. Was? Ja, hier oben. Okay, da hinten sind noch welche, aber die haben uns noch nicht... Oh, doch... Okay, die haben uns noch nicht gesehen, Elina. Wir können direkt ins Haus hier rein. Ja, okay. Da verschleichen wir jetzt mal ein bisschen. Mike, folg uns mal. Zutritt verboten. Wir sind... Ja gut, davon lassen wir uns ja jetzt nicht abhalten, oder? Nee. Okay, ab rein. Pass auf, falls hier Verbrecher sind. Oder Fallen oder sowas. Ja, Fallen, stimmt. Oh, da ist ein Verbrecher, Elina. Wo denn? Bist du schon ganz oben? Nee, ich bin hinter dir. Ah, Hilfe! Oh nein! Oh, wo ist Mike? Was, Mike, wieso stehst du da draußen? Lina, ich befreie dich. Aber ich muss erstmal Mike befreien aus der Ecke hier. Ja. Oh, was? Hilfe. Du bist hier in irgendeinem Tempel. Warte. Oh, erstmal die Pfeile raus. Das war ja. Oh, Mike braucht Hilfe. Lina, wir befreien dich. Zack, zack. Oh, okay. Jo, was ist das denn hier? Die wollten dich K.O. schießen mit dem Teil. Ja. Oh, Mann. Okay, warte, ich befreie dich. Zack, komm raus. Ja, danke
Dankeschön. Okay, da ist noch ein Verbrecher, der hat uns aber auch noch nicht gesehen. Wir sind hier in der Kiste. Wir sind der Spur weiterhin hier auf dem... Oh, oh. Okay, den haben wir K.O., Leute. An den kommen wir nicht vorbei. Weg mit ihm! Der letzte Verbrecher! Mike hilft uns! Geh down! Jawohl! Yeah. So, okay. Haben wir hier irgendwie Kisten oder so? Nee, hier drin? Nee. Okay, haben wir hier draußen? Oh, da ist eine Kiste. Oh! Das ist ja richtig viel Kohle. Ja, das ist die Kohle, die sie geklaut haben. Das oh, muss ja nicht nur Gerd sein. Ja, ist ja reich. Jo, erstmal bedienen die Diener, ne? Zack. Nein, nein, das bleibt alles schön drin. Okay, dann müssen wir der Polizei Bescheid sagen. Ja, unbedingt. Oh, hier sind noch mega viele. Okay, wir schicken direkt einen Brief an die... komplette Stadt, wie schön. Okay, wir haben die Spur, wir haben die Täter und wir haben Beweise. Hast du Fotos gemacht, Idina? Natürlich, Mor. Ich habe hier einen ganzen Vlog gemacht. Nein, Idina, ich hatte die Tür doch fast. Und weg damit. Komm, Mike. Wir dürfen nicht erwischt werden. Das sind Mike, nämlich noch, schnell. Das sind noch einige hier. Locker noch 5 oder so oder 6. Okay. Oh, Mike kämpft gegen einen. Wir müssen ihm helfen. Mike kämpft gegen 2. Oh, oh. Ja, oh, oh. Mike, der kennt zack, kein Limit. Zack. Oh, ich glaube, ich habe dich aus Versehen geschlagen. Ja, mir tut mir leid. Oh nein, Mike ist K.O. gegangen. Mike! Oh nein. Beim letzten Idina Rückzug. Oh Mann, jetzt müssen wir Mike doch auf die Krankenstation bringen. Ja. Oh, da ist noch einer. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Am Stacheldraht vorbei, Leute. So. Wir wohnen echt gar nicht so weit weg von dem Gangster, ne? Das sind ja hier. Also hier ist dein... Nee, das nächste ist dein Haus. Oh, ne? Mike ist wieder da. Mike? Jo, Mike. Ja. Jawohl. Okay, ich schreibe noch kurz einen Brief an die Polizei. Hallo, wir haben den wahren Täter gefunden. Er oder es waren die Verbrecher. Folgen Sie der Blutspur bis zum verlassenen Viertel. Nenne ich das jetzt einfach mal, oder? Dort finden Sie auch das Geld. Oder die Beute, nenne ich es mal. Vielleicht haben sie ja noch andere Sachen. Die Beute. So. Grüße, Banks und Elina. Zacka. So, das tun wir jetzt in den Brief rein. Zack. Und ab in die Post damit. So. Ab okay. Die Post. Jetzt müssen wir aber noch nach der Granny schauen, ob es der gut geht. Oh ja, ob die noch da ist. Okay, unser Gefängnis scheint nicht so mega sicher zu sein. Oh Mann, okay, da hat die Granny noch ein bisschen was zu mampfen bekommen. Alles klar, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann hast du jetzt 3 Dinge zu erledigen. Erstens, meinen Kanal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen. Zweitens, das Video positiv bewerten. Und drittens, auf das Video klicken, um zum nächsten Video zu gelangen. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Dann sehen wir uns dort. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss.